Erwacht von einem schlimmen Albtraum. Oh, I must have dozed off. Jeez, the storm is really picking up. Oh, cool. Cindy Lauren. Da mag einer wohl die 80er ganz gerne. Cool. Da mag einer wohl die 80er. Und hier dieser Flamingo. Dann hier just vorne right now. Oh, voller große Bär. Guck das mal an. So ein bisschen pixelig das Spiel. Und das Spiel nennt sich Suffer the Night. I should check the radio for an update on the storm. Ah, man kann hier gucken. Haben wir hier vielleicht was drin? Nee. Aber wo ist der Radio? Ich sehe kein Radio. Ach doch, da drüben ist der Radio. Wollt mir das ja auch mal. Ach ne, hier ist der Radio. Können wir das mal angucken? Gitarre spielt sie, das ist geil. Woman in Red. So ein bisschen wie das Rotkäppchen hier. Gut, wir können das Licht einschalten. Das ist ein... Oh, das ist der alte Spitzer. Zum Anspitzen gedacht. This is an emergency broadcast. This is not a test. The county of Sleepy Woods Mountains has issued a severe lightning storm warning and is suggesting residents stay inside. The National Weather Institute is saying this is a Category 2 storm with sustained winds ranging from 74 to 87 miles per hour and should last all through the evening into tomorrow night. Lightning has struck multiple transformers, causing power outages in some areas. If your power is out or goes out, do not be alarmed. KW357 will continue to follow the storm as it develops. Check back at the top of every hour for updates. Thank you. Na gut, also es ist gerade ein Kategorie 2 Sturm. Nicht so geil. Ach, hier kann man das Licht einschalten. Cool. Oh, diese 80er Sonne. Aber coole Poster, also von Film, glaube ich. I'm really hungry. Some eggs and toast sound good. And some coffee to wake me up. Oh, geiles Bild, ey. Was ist das denn? Tornado of Souls. J.L. Stein. Ist das ein echter Künstler oder ist das einfach jetzt nur... Weil die das will. Oh, und da kann man runter gucken. Geil. Oh, das ist ein richtig cooles Bild. Oh. Das Bild ist auch Premium. Und mal... Ah, hat sie selber gemalt, oder was? Kunst mag sie auch. Hier ist noch ein Radio mit Kassetten. Es war damals in, mit so einem Radio rumzulaufen. Ja, ich wohne hier ja schon seit Ewigkeiten, habe aber keine Ahnung, wo mein Bad ist. Deswegen suche ich jetzt einfach mein Bad.
Ist schon ein bisschen gruselig. Ach, da geht's Licht draußen an. Was ist das für ein großes Haus? Mach mal die Musik an. Ein bisschen mehr Atmosphäre reinbringen. Hier scheint das Wohnzimmer zu sein. Aber wo ist das Bad? Hier ist die Küche. Gibt es hier auch einen Lichtschalter oder sowas? Ja, nee. Rot. Pick up red. So, und jetzt will ich das toasten. Na, erstmal seine eigene Küche durchsuchen. Kann ich jetzt einen Kaffee hier machen? Ach, wahrscheinlich brauche ich erstmal einen Kaffeefilter. Oder sowas. Weil wie soll ich denn... Ich muss ja erstmal Kaffee machen. So eine Tasse haben wir schon. Nee, ganz normaler Tag hier, wie immer. Aber ich suche was. Brauch mal Licht hier oder so. Wo ist denn der Kack-Lichtschalter hier? Da ist der Lichtschalter. Ein Lichtschalter für alle Räume. Ist schon ein bisschen arm. Haben wir gleich ein bisschen mehr Überblick. I need coffee pot first. Ich habe doch einen Coffee Pot. Hier. Wir gehen schon. I need frying pan. Ah, sie will sich auch noch ein Spiegelei machen. Das ist aber keine Pfanne hier, oder? Da, hier ist die Pfanne. Some Butter für die Pfanne. So, Butter haben wir hier. Jetzt ein bisschen was für die Eggs. So, nehmen wir auch. Leckeres Frühstück gibt es jetzt gleich. Die Eggs sind bald dann, ja. Anitas Spatula. Ah, hier haben wir eine. I need to put a plate on a cutting board. Ah, okay. Eine Teller haben wir schon. Aber wo ist jetzt mein Kaffee? I need a coffee pot first. Was soll denn das? Ach, das ist der Kaffee. Ach, ich bin so ein Idiot. Coffee Beans. Habe ich so gesagt, wir brauchen Kaffeebohnen. Wo haben wir Kaffeebohnen? Vielleicht in dem Schrank. Immer so komisch da gucken muss. Also ich glaube, dass es schon in der Küche sein muss. Ja, auch nicht. Oha! Als ob sie einen ganzen Sack hat, hier Bohnen hat. Ja, klar. Warum nicht? Wer hat denn schon einen Sack Kaffeebohnen? Ich dachte, es ist so eine Kaffeedose oder so.
mache jetzt einen ganzen Sack Kaffee, natürlich. Wie viel Uhr haben wir denn? Nachts 1 Uhr oder was? Der Kaffee ist fertig. Ich vergesse, die Kleidung in den Waschdown in den Basement. Jetzt gehen wir in den Keller. Ja, warum nicht? Wenn der Lichtschalter hier irgendwo ist. Ich mag Keller eigentlich so gar nicht. Aber zum Glück gibt's, muss die Maus immer so komisch machen. Ich glaube, das ist der Partyraum. Ich glaube, hier ist keine Wäsche. Was ich sag, dann muss ich ja nach rechts gehen. Aber hier ist... Ach, hier! Notstromaggregat. Switch the circuit break can set oder power. Ah. Klar. Jetzt waschen wir erstmal Wäsche. Ich mache mal ja sonst nichts anderes. Was machen wir jetzt? Miele-Waschmaschine, richtig gut. Na gut, dann würde ich jetzt mal schauen, dass ich nach oben gehe, oder? Warum? Was ist jetzt los? That was the front doorbell. Who would be here at this hour and in this storm? Jetzt können wir auch endlich mal sprinten. Hat einer Bock irgendwie zu zocken hier oder was? Hat jemand geklingelt, als ob ich jetzt die Tür aufmachen soll? Welcher Mensch klingelt jetzt um die Zeit hier? Nachts um 1 an der Tür. Aber welche Tür ist jetzt die richtige? Das ist die Eingangstür, oder? Was ist das denn? A floppy disk? Where did this come from? There's no one at the door. Oh nee. Es kann kein gutes Ende haben. Oh, ich hab Gänsehaut. Ganz eklig gerade. Die Diskette kann nur hier reingeschoben werden. Ins Floppy-Laufwerk. Das ist keine gute Idee. Ah. Bryce. Was muss ich jetzt machen? Boah, das ist so gruselig. Was muss ich jetzt machen? Press Enter. Ach so, hier Enter, ja. This ended the password to log in. My favorite author. Hint. Ah, oh, das ist ganz eklig, ne? J.L. Stein. Ah, hier steht's ja. EPEM. 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 Ich stelle mich gerade dumm an, aber ich musste jetzt ein Foto machen, ne? Sonst kann ich das ja nicht machen. Das ist so bescheuert. Aber welcher Mensch soll sich das denn merken, bitte? Also, ist das so dumm geschrieben? Welcher Mensch soll sich das denn ausdenken?
Ech. PL. Mi. Epichelmi. So, ich habe jetzt mal nachgeguckt, wie man das löst. Also meine Vermutung ist richtig, das heißt, Passwort ist echt viel. Aber jetzt kommt der Knaller. Wie man das Passwort eingibt, steht auch hier unten drunter, ne? Dass man das mit Leerzeichen eingeben soll. Aber Echpil wusste ich ja schon vorher, weil hier steht es ja dran. Mein Favorit, Autor Echpil. Ja? Haben wir alles richtig? Wir müssen das Leerzeichen natürlich noch mit eingeben. Welcher Mensch soll das denn wissen, ne? Dieses scheiß Leerzeichen. Gut. Dann spielen wir jetzt weiter. Ech. Pi. L. Und jetzt kann man auch eingeben. Shutdown. Run. Drive. A. A. Suffer the night. Please enter to start. Ich will das gar nicht starten. The night is just beginning. The twisted pendulum of fate now swings. You're waking on cold wet stone. The air is moist. A sickly, sweet odor fills your nostrils. It's dark. You can barely make out your surroundings. List of commands. Get up. Achso, ich dachte, ich soll ab, ne? Get up. The story rises to your feet. As you do a sharp sting, it's felt through your skull and your vision blurs. Tender if focused, you are in a cave or cavern or some kind. A bright light off in the distance kept your attention. List of command. Search. Nothing was found. Use item. Items were go forward. A cliff face lies before you. The light you notice is coming from the top. You must climb to reach it. Climb up. To reach the top. An old metal torch hangs from the wall. Its flame flickers and sways as a breeze blows from down the path. The undeniable smell of rot grows stronger. Go forward. Go forward. You enter a large open mausoleum. Its chambers empty. Expect all by fresh wax candles. A single dimly lit coffin sits at the center of the room. The pungent odor seems to be at its strongest here. To your right. That is a large wooden double door. Go right. Two doors inside the large wooden door that blocks your way. You try to open it, but it's locked. A key is required. Go back. Search. Search. You open the coffin lid. In a yet we can't even overcome it must share from the grotesque stench. Inside is the corpse of a man. His face and chest are beaten down to the bone by maggots. By searching the coffin and body, you notice an old key in one of his hands. Disgustedly peeling back each finger from his rigor mortis in loose hands. You take the key. A key at the inventory. Go back. Go forward. Go right. Use item. Okay, hier ist noch keiner. Boah. Es lenkt ganz schön ab. You use the key to open the door. The path leads to the right. Go right. Alter, ich hab Gänsehaut. Fucking holy shit. Hör auf mit dem Scheiß. Alter. Oh, ich hab... Meine Gänsehaut ist krass. You turn the corner into another long hallway. Touch the light, way along the narrow path. Just as you investigate the surroundings, a gut branching scream echoes off the walls towards you. That's where the radio gemacht hat. Go forward. Coming down the path, come across a small sepulcher. House inside are two small coffins. They have been nailed and fastened shut. Comments and cannons litter the surrounding area. A small clay one sits in the corner next to one of the coffins. Yeah. Go. Search. But check inside the urn. From inside, the light catches a glimmer of something shiny reflection back. You reach in and find an antique lighter. A small inscription has been scratched off. Perhaps a family higher loon, with every pressure to the spark needle. This strikes the flint and melts the oil wick. Surprisingly, it still works. Lighter was entering inventory. Go right. Use item. Alter! What the hell was that? It sounded like an explosion. And all the power just went out. Das war so... Das war ja total laut. Oh nee, ich muss in den Keller. Oh Mann, ich will das nicht spielen. It looks like the transformer blew. Lightning must have struck it. I need to turn on the backup generator in the basement and reset the fuse box.
Als ob der Blitz da eingeschlagen hat jetzt. Oh Mann, ich will da nicht runter. Im Dunkeln ist das schon mal eklig. Gibt's da nicht eine Taschenlampe oder so? Ah. Ich war gerade so tief im Spiel drin. Ich weiß nicht, ob das Spiel mir gerade die Story erzählt hat. Ich weiß es halt noch nicht. Und jetzt soll ich nicht in diesen scheiß Keller reingehen. Aber hier ist ja noch Licht. Safe steht da jetzt irgend so ein Hannes oder so. Oh, ich hab so Gänsehaut. Damn, I forgot to refuel the generator the last time I cleaned it. There's some fuel out back in the boathouse. I should grab a flashlight in the garage before heading outside. Jetzt soll ich auch noch rausgehen? Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Keine Power. Ich will auch nicht so langsam gehen. I think I left the key to the garage in the bathroom the last time I took a shower. Was, in der Garage oder jetzt im Badezimmer? Badezimmer ist oben. Oh Mann, ich will das nicht. Hallo, ist jemand? Oh! Alter! Fucking hell, Alter, was ist das? Oh, a fuse must have blown. Ooh, that light bulb is toast. Alter, ich bin so erschrocken, es ist... Boah, dieses Spiel, ne? Soll ich in die scheiß Garage gehen? Alter, ne. Wo war denn die Garage? Unten, ne? Hier ist doch die Garage. Haben wir vorhin geguckt. Komm, mach auf jetzt. Das ich hab doch den Garagen-Key, oder nicht? Ich hab doch den Garagen-Key jetzt geholt. Warum geht die Drecksgarage nicht auf? Ich muss unten dran klicken. Wo soll ich das denn wissen? Ich dachte, die Tür geht automatisch so auf. Hallo, ist da jemand? Klar, ist jetzt hier irgendwo eine Taschenlampe. Hier. I should head to the boathouse out back. There should be some fuel I can use for the generator there. Oh, zum Glück haben wir eine Taschenlampe. Oh. Erleichtert einiges. Jetzt sollen wir hier raus, oder was? Wow. Also die Steuerung von der Tür aufmachen ist ein bisschen komisch. Boah, draußen ist natürlich auch so unangenehm, ne? Die Frage ist, wird die Batterie leer? Ich glaube nicht, also lassen wir es. Wir leben halt mitten im Wald, so, weißt du? Wo einfach das Ding kaputt ist. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier draußen suchen soll. Ich glaube, ich soll irgendwas gucken hier. Benzin. Boah, das sieht aus, als ob da einer ist oder so. Was hat die denn für ein Grundstück, bitte? Also. Hier kann man auch rein. So, das ist mein Haus generell. Hier kann man auch durch. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier runter. Keine Ahnung, wo es hier hingeht. Wir wissen es halt nicht. Ach, zur Scheune geht's. Aha. Und das soll jetzt das Benzin sein. Auf so einen kleinen, schönen Trampelpfad.
Oh Mann, ist das ekelig hier. I need the cherry can. Die habe ich doch unten gesehen gerade hier. Da war so rot. Hier ist die. Die habe ich gerade gesehen. So. Hier haben wir die. Take. It's empty. I need to refill it. The fuel pump inside the boathouse. Ah, ich refill die jetzt mal. Let's go. Now I can refuel the backup generator. I should head back to the basement. Zurück zum Haus, weil es regnet ja. Ist schon ein Ast abgebrochen. Boah, normalerweise müsste man doch hier übelst ausrutschen, weil hier alles voller Schlamm ist, so. Welchen Eingang gehen wir rein? Den hier, der geht schneller. Ich muss diese Türen zumachen, weil irgendwie habe ich so ein dummes Gefühl. Und die Tür muss auch zu sein. So, dann fühle ich mich gleich wohler, weil... Boah, ich habe richtig Gänsehaut. Mir geht's gerade nicht gut. Boah, diese Schatten und so, ne? Boah, Alter. Das Spiel ist, hat so eine krasse Atmosphäre, ne? Now I need to reset the circuit breaker and that should restore the power. The power should be working now. I should head upstairs and call in the busted transformer. Ah, die Waschmaschine wäscht wieder, das ist ein gutes Zeichen. So, ich soll nur das Licht einschalten, wenn ich es auch wirklich brauche. Aber was soll ich denn jetzt machen? Ich soll jetzt bestimmt wieder zum Computer. Und nur... Ah... Mann, ich will das nicht. Oh Mann, ey. Das Spiel ist so ekelig, ne? Telefone, okay. What? There's no signal. The line's dead. Did the storm knock out the phone lines as well? Oh nee, jetzt hat er auf. Doorbell again? What the hell is going on here? Is someone playing a trick on me? Boah, mir geht's gerade echt nicht gut. Kann ich das mal bitte jetzt aufhören zu spielen? Da steht einer. Ich mach den doch nicht auf, bin doch nicht doof. Na, mein Freund. Als ob ich dem aufmache. Ja, komm, wir machen den mal auf. Ich gehe doch nicht raus mit dem Creep. Ja, und jetzt? Der hat da ein Messer oder was hat er da? Solange das steht, kann ich doch abhauen. Was hast du gemacht mit dem Strommast, oder du Schwein, du? So ein Drecksschwein. So, und ich habe jetzt wieder nachgeguckt, wie es weitergeht, weil ich kann ja hier nicht ewig da rummachen. Und ich habe mir ein bisschen was vorweggenommen, das heißt... Es kann jetzt sein, dass ich mich vielleicht erschrecke oder nicht erschrecke. Ich weiß auch gar nicht, was passiert. Aber ich weiß jetzt, dass die Tür einen Spion hat. Das heißt, Spion, da kann man durchgucken.
Und dann passiert da etwas. Und ich weiß halt noch nicht was, aber ich kann es mir schon denken. Deswegen versuche ich das mal zu machen. Ich gucke jetzt durch. Hello? Who's there? Okay, damit hätte ich nicht erwartet. Hello, young lady. My vehicle broke down on the road a ways back. May I perhaps come inside to use your phone? Du brauchst mein Telefon nicht benutzen, weil es nicht geht. What are you doing all the way out here? Are you the one who put the floppy disk through my mail slot? Beantworte die Frage, du Schweine. Floppy disk? I'm sure I don't know what you're talking about. You didn't answer my first question. What are you doing all the way out here? Well, you see, I have family up north. It seems yours is the only house I could find off the road. Well, I'm sorry, but the phone lines seem to be down in my area because of the storm. Oh, really? The phone lines are dead, you say? Well, perhaps I can come in to dry off and get out of this storm. Guck mal, wie er sein Maul weiter verzieht. I'm not in the business of letting strangers into my home. I'm sorry, but you can't come in. Boah, ist der creepy. Very well, Stacy. I'll find my own way in. Beobachte dich, du Dreckschweine. Ja, ja, guck doch nur. Guck doch nur, guck doch nur. What the hell is going on? How did that creep know my name? Wo ist er hin? Also, ich wollte jetzt sagen, in Spion habe ich jetzt geguckt. Das wusste ich jetzt nicht. Aber irgendwas piept da, ich weiß aber nicht wo. Ist das oben oder wo? Boah, ist der ekelig, der Typ. Ich werde meinen Weg finden, reinzukommen. Hehehehe. Hello? Is anyone there? I need help. Hello, Stacy. Der ist ekelig. You sick fuck. Why are you doing this? I want you to finish my game, Stacy. I'll make you a deal. If you finish the game, I might just leave you alone. I'm not playing your stupid game, you bastard. I'm warning you, leave me alone. I have a gun. I know you're lying, Stacy. Now finish the game, or I'll come in there and skin you alive. Er will mir lebendig die Haut abziehen. So eine Scheiße. Complete the game. Er ist ja noch nicht reingekommen, glaube ich, gell? Dann können wir jetzt das Spiel spielen. Ich mach die Tür zu. Ich sperre mich hier ein. Und das Spiel macht sein Spiel weiter. Go forward. Forward. Boah, ist das ekelig, ich sag's dir. Using the light, reach the top of the stairway. Let's them, put a connect out, and the path comes to the right. Go right. Renners, smash this room with a large round wooden table at its center. On the table sits a small lockbox. Es ist gerade so schwer, das zu lesen, weil ich Angst habe auf irgendeinen Schocker-Moment, der unerwartet kommt. Und jetzt muss ich mal immer hinten reingucken, den Raum ist auch widerlich. Und deswegen
Habe ich Angst. Chains around the box and feet into a skull. The swinging mechanism is located in the mouth of the skull. Drones let into two bars, one drop by a latch. Iron cage, water open. Loose item. Item. Go to right. Du reichst in Fahrt auf deiner Rechnung. Und vor der Tür ist ein anderes Set of double doors. Da. Das sind, also die andere Tür ist halb Spalt offen. Der Raum ist vor dir versteckt. Go forward. Use item. Ich traue mich gar nicht, jetzt über meine Schulter zu gucken, was. Ich will aber nicht. Ich mach's jetzt. Ah. Oh. Ich glaube, der ist drin. Irgendwas ist da faul. Bitte Leiter, wir haben den Netz, behalte weg. Jetzt fetches in the darkness. Der ist fail. Clay runs, was geht, all over the floor. Genau, all over the floor, wenn das ist ticket, ab hinter der. Wir müssen jetzt, wenn man aufhört, ist wirklich, geht in. Crossing you to couch. Go for what? Contouring down the dark. Hallway, wir standen across the house, Zeit. Der Kopf auf Amen, hangs from the hall, shackles, the song kind of the total device. Maschine has strategies, that have grounded, lower half of the booty, in total. Side of the maximum, blood run cold, something, what was from the men's, abdomen, but it's not, too deep to make out, hallway comes great. Search. Oh. Oh Mann, ich will das nicht spielen. Kann ich das auch? Oh Mann. Oh, oh Mann, ich. Es ist so laut in den Scheißohren. Ich will das nicht mehr. Boah. Mir geht's gerade nicht gut. Go forward. Go forward. Go left. Go search. Crawl in. Also kommt rein. Go into the cockpit passage. Go forward. That was glass breaking. Did he get in? It sounded like it came from downstairs. Junge. Junge! Junge, ist das eine Scheiße hier. Hat den Drecksfernseher angemacht. Angst macht mich auch gleichzeitig ein bisschen aggressiv. Ich will doch nicht. Ach Mann, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Kann ich nach Hause gehen? Kann man das nicht einfach lassen? Guck mal im Fernseher, wie eklig. Och Mann, ich will das nicht. Oh, ekelig. Oh. Safe, wenn ich jetzt den Fernseher ausmache, passiert ekelig. This maniac is toying with me. I have to board up this window. There's a hammer and some wood planks in the garage. Oh Gott. Ich hole jetzt den Hammer. Du Psycho!
Bist ein Psycho. Du machst Psychoterror, du Arsch. Ach, hier. Take. Da haben wir das. Müssen das zu machen, weil... Du Sau kommst hier nicht rein. Oh Mann. Jetzt haben wir das Fenster zugenagelt. Hoffentlich kommt der Sack nicht rein, ey. Ich kann nicht mehr, ey. Das ist so eklig, das Spiel. To your left is a small flight of stairs leading up to a gated room. The entryway is wide open. Go left. Use item. Oha, wir haben ein Item benutzt. Hä? Wir hatten doch gar keins. You secure the rope to the wooden bed with a bowline knot. There is a stairway leading up. You spot a body floating in the sewage. Oh. It's covered in black robes. Search. Approaching the corpse. Go up. You begin to ascend the stairs. Der hat doch gerade die Tür aufgemacht. Da ist er. You're dead. Wo ist er rein? Flashlight is not working. The bastard tore straight through the wall and dresser while I was downstairs. Whatever it is, it's not human. Der hat da einfach ein Loch reingemacht. Was ist er für einer? Ich soll das Game finishen. Ja, super. Wow. Search. Lass mich doch jetzt hier. Go up. Los, Item. Dann weiter so. Dann kommt was. Search. Oh Junge, ich kann das nicht mehr. Und der zweite Schritt. Left. Around the corner in the middle of the restroom. Vor mir das Exhaust in der Namenswelle. Ich kann über links schmeißen. Ich würde das Wort in der Welt passen. Ich muss es. Oh, der Ruf hat erholt. Du willst 100 Schreien. Genau, left. Search. Grab item. Search. Go left. Go. Nee, search. Go forward. Drecksau, du Sch-
Du Drecksau! God, I think I'm losing my mind. Das, da hat er einfach gehockt, die Sau. Such. Use item. Go forward. Search. Boah, ich bin ganz hippelig. Go forward. I don't know how much more of this I can take. Was? Also das Spiel geht echt an die Psyche, ich kann nicht mehr. Das ist so ein richtiger Ficker, ey. Search. Go right. Boah, mir ist schwindelig. Mir ist schwindelig, ey. Go up. Er macht einen Schabernack, die Sau. Search. Ich lese das gar nicht mehr, ich habe gar keinen Bock mehr. Ihr könnt das euch selber lesen. Bringt nix. Search. Search. Nothing was found. Next to the gate. Go forward. Alter! Boah! Ich kann nicht mehr! Oh, Scheiße! Oh! Boah, nee! Oh, mir ist schwindelig! Boah! Oh! Oh, Mann! Ich brauche eine Pause. Oh, ich bin wieder da. Eine kurze Pause habe ich gebraucht. Ich bin nervlich am Ende gerade, aber wirklich. Ich kann nicht mehr. Boah, ist das krass. Das Spiel ist krass. Das ist echt krass. Ich habe richtig Angst. Also, ich hatte noch nie Angst in einem Horror-Game und das macht mir richtig Schiss. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich steigere mich da krass rein und ich atme immer so und dann wird mir schwindelig. Ich muss mich mal ein bisschen beruhigen. Okay. Ich hoffe, das Spiel geht nicht mehr so lange. Ich habe keinen Bock mehr. Aber das ist richtig geil. Das Spiel Nervenkitzel pur. Also okay. Weiter geht's. Oh, wir setzen uns wieder am Computer. Machen weiter. Search. Ich habe so ein richtiges, ekliges Gefühl. Go forward. You push the doors open. Push the doors open, fangen Sie an. Ich muss jetzt. Search. Jetzt bin ich wieder hier. Use item. Du machst keinen Schabernack. Freundchen. Add it to your inventory. Search. Boah, ich hab schon Paras. Search.
Doch wenn was schaut. Boah, ich hab die ganze Zeit die Angst, dass der da gleich steht wieder. Boah, das ist so ekelig, das Gefühl. Der könnte jederzeit da stehen, jederzeit. Go back. Und das ist richtig mies, dieses Abgelenke da, ne? Go right. Ne, go back. Go back. Los, weiter. Diese miese Sau. Go back. Go back. Go back. Use item. Diese Geräusche können überall da sein. Und dem Arsch. Search. Go up. Ich muss atmen. Ganz normal. Go up. Ich will dieses Kackspiel nicht mehr spielen, Mann. Go forward. Ich kann ja das. Ich kann heute Nacht nicht mehr schlafen, ich sag's dir. Ich kann nicht mehr schlafen. Go forward. Search. Open book. Miese Sau. The letter strap holding the book. So sieht er aus. Jetzt bin ich bei ihm. Closed is Closed is released. The book flips open and you hear the chattering crack of bones as the head of the figure slowly rises. You freeze in horror as it stare. It's there comes face to face with yours. It starts to talk in sinister voice. You finally arrived. Continue. We have completed all the trials. The team has taken the organ. The blood offered. The game is nearly finished. Kommt echt mal vorbei. Ich hab auch getan. Guck mal. Continue. Muss mal gucken, Alter. The figure indicates the book while stating. There's only one thing left. When you put your name in the book, the game is over. You only need a quick signature to be set free. Stacy Leiden. Das sind wir. We sign and declare the game over. Ich hab keinen Bock mehr. Examine. You examine the contents of the pages. Of the left page is a symbol of a crescent moon along with a dagger. Sein Book. Ich hoffe, dass jetzt das Ende, dass wir das letzte Mal jetzt hier sein Book. You take the quill. Alter. Kann ich jetzt... Continue. Ich hab doch schon unterschrieben. Das ist unser Haus. Das ist unser Haus. Wir kommen gerade rein. Continue. What the hell? That looks like my house. Das ist unser Haus. Okay, continue. Das ist unser Dachboden hier, ne? Continue. Wir kommen ja nicht mehr raus. Continue. That sounded like it came from the attic. I think that freak's inside.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, das ist zu viel. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Ich dachte, ich wäre frei. Boah, das ist so eklig, dieser Sound dabei. Der Computer ist broken. Oh, ist das eklig. Das ist so eklig, Mann. Ich werde aggressiv hier. Ich will das nicht mehr spielen. Ich will nicht mehr. So fucking widerlich. Den Dachboden. Wir müssen den Dachboden investigaten. Aber was soll ich denn hier investigaten? Ich habe kurz mal so ein bisschen geguckt, wie es weitergeht. Und das hätte ich niemals rausgefunden. Ich habe hier oben irgendwie so einen Weg nach oben gesehen. Guck mal, das ist ein bisschen anders da. In den Dachboden. Oh, guck mal, da ist was. Das habe ich gar nicht gesehen. Da gehe ich jetzt bestimmt nicht hoch. Oh Mann. Wir gehen jetzt hoch. Nee, nee. Verpiss dich. Nein. Verpiss dich. Ich will Ruhe. Oh, ich will raus. Oh, er kommt. Hau ab. Nein. Nein, du Drecksau. Ich hab doch dein Spiel fertig gespielt. Warum machst du das? Du Drecksau! Warum hast du das Spiel? Hab doch dein Drecksspiel fertig gespielt. Bin froh, dass es zu Ende ist, ehrlich. Das Spiel ist richtig krass. Das war's jetzt. Brauche eine Pause. Ich muss Potato spielen oder irgendwas zum Runterkommen. Gut, das war's von Suffer the Night. Ciao, bis zum nächsten Projekt.